Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wo man für die Polaris-Lanze die perfekte 5 Kills ziemlich einfach machen kann. Zudem zeige ich hier auch gleich noch, wo man für den Himmelsbrenner-Eid den Katalysator auch ebenfalls relativ einfach machen kann. In dem Video also diese zwei, wie die relativ einfach zu erledigen sind. Die perfekte fünfte ist etwas schwierig zu machen, denn hier ist es wichtig, dass der Feind verbrennt von der Explosion und nicht von der Explosion stirbt. Deswegen brauchen die Feinde, die auch das aushalten, dafür gehen wir am besten auf den Raid zu Kalus. Hier können wir einfach anfliegen, wenn wir durch das ganze Gebiet dann durchlaufen, kommen wir in diesen Raum, hier spawnen immer wieder Kabale, da kann man dann logischerweise natürlich auch für den Himmelsbrenner-Eid das relativ einfach abschließen, dazu kommen wir nachher noch. Dann schießt ihr beispielsweise auf einen Schildträger 4 Schüsse drauf, damit der perfekte 5. Schuss aktiv geht und dann gebt ihr einem Kabalen einen Kopfschuss. Der verbrennt dann nämlich, weil der Schaden, der so entsteht, ist gerade perfekt für die Lebenspunkte, das heißt er stirbt am Brandschaden und so könnt ihr den Katalysator relativ einfach füllen. So kriegt ihr die perfekte 5. Kills, die 50, die ihr braucht, relativ einfach hin. Der nächste Schritt wäre dann natürlich noch Feinde zu töten, das kann man auch hier machen. Oder ich habe in der Infokarte noch ein Video verlinkt, wo man endlos viele Feinde kriegt, wo es noch ein bisschen einfacher ist, die Feinde zu töten. An der Stelle wäre es sogar noch wesentlich schneller. Beim Himmelsbrenner-Eid ist es ja so, dass wir Kabale töten müssen. Das heißt, in dem Gebiet hier, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, spawnen die ganze Zeit Kabale, weil die ja immer wieder kommen und das Gebiet verteidigen. Das heißt, hier kann man endlos lange Kabale töten mit dieser Waffe, um den Katalysator vollzukriegen. Ich habe es hier gemacht, ich fand es relativ angenehm, hat zwar auch eine Zeit gedauert, aber an der Stelle hat man die ganze Zeit Kabale. Gut, und im Grunde genommen wäre es das auch schon gewesen vom Himmelsbrenner-Eid und auch von der Polaris-Lanze, wie man die zwei Katalysatoren relativ schnell fertig kriegt, wenn man sie hat. Wer noch nicht weiß, wie man die ganzen Katalysatoren kriegt, in der Infokarte ist noch ein Video verknüpft, wo man welche Katalysatoren kriegt. Eine komplette Liste von allen Exos. Gut, wenn das Video gefallen hat und oder geholfen hat, würde ich mich selber einen Like freuen. Wenn ihr noch irgendetwas in die Kommentare schreiben wollt, dann tut das gerne, ich lese es durch und beantworte es, wenn es eine Frage ist. Zu guter Letzt bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.